hast zu lachen. Nee. Also, hier vor mir stand ein PKW. Den wollte ich eigentlich vorbeilassen, weil ich ja hier rauffahren wollte. Und dann muss ich einfach zu früh eingeschlagen haben. Ich habe das einfach nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. So, nun haben wir den Salat. Und hat mein Schwager hier nebenan. Ist ein Wohnhaus. Die Frau hat ihren Mann angerufen und irgendwie will jemand mit dem Trecker kommen. Obwohl ich glaube, mit dem Trecker bringt das gar nichts. Ich denke mal, du kommst hier eigentlich nur noch mit dem Kran raus. Wir gucken noch mal hier auf dieser Seite. Hier wollten wir schon irgendwelche Klötze unterschieben, weil sich das Rad immer tiefer eingräbt und er dann vielleicht doch irgendwann umkippt. Na, das wird was. Ob der Urlaub vorbei ist? Wir gucken mal. So, da ist zwar jetzt ein Norweger gekommen mit dem Trecker, aber der sagt, er kann mir nicht helfen, weil er weiß gar nicht, wo er anfassen soll. Wir müssen professionelle Hilfe. Und das Tolle ist, ich habe jetzt gerade eben beim ADAC angerufen. Der ADAC hat gesagt, was ist denn kaputt? Ja, ich sage, kaputt ist im Moment noch gar nichts. Wir sind kurz vorm Umfallen. Ja, sagt er, dann ist das ja nicht so schlimm. Dann soll ich hier irgendwo anrufen und mal gucken, ob wir mit dem Trecker rauskommen. Und wenn wir mit dem Trecker nicht rauskommen, ja, dann kann ich ja noch mal anrufen. Also es ist eine absolute Katastrophe. Das bin ich vom ADAC nicht gewohnt. Also wir sind kurz vorm Umfallen. Hier, wir wissen auch nicht, wo wir hier anfassen sollen, weil die Traverse hinten steckt in Schlamm. Und ja, selbst wenn er mich ein Stück nach hinten zieht, wir haben ja auch nicht mehr viel Platz und dann landen wir hier vorne schon wieder in den Graben. Wollen wir mal gucken, was passiert. Der Norweger hat uns geholfen. Ich musste schon Kreditkarte nochmal durchgeben und so weiter. Die prüfen erstmal, ob das Konto gedeckt ist wahrscheinlich. Und dann kommt vielleicht irgendjemand und dann gucken wir weiter. Also mit dem ADAC bin ich jetzt im Moment sehr enttäuscht. Ich werde das hier jetzt auch, wie das ist, auf YouTube veröffentlichen und werde das mal anprangern oder prangere das in diesem Moment an, dass das für den ADAC, für den entsprechenden Mitarbeiter, den ich eben am Apparat hatte, nicht schlimm genug ist. Rangwall hat uns geholfen, hat hier mit den norwegischen Abschleppunternehmen gesprochen. Ja. Okay. Thank you very much. Ja, you're welcome. Du kommst jetzt auf YouTube als hilfreicher Engel hier, was der ADAC nicht zustande gebracht hat. Er hat uns versucht zu helfen, ist ja extra hier mit seinem Riesenmonster gekommen, aber auch damit kann er uns nicht helfen. Und Axel hat jetzt angerufen beim ADAC nochmal, während ich auch angerufen habe. Und die haben sich jetzt auch mit dem Abschleppunternehmen in Verbindung gesetzt. Und jetzt in einer Stunde Minimum kommt hier irgendwie so ein Riesentrakt, der uns möglicherweise helfen kann. Wollen wir mal sehen. Also ich kann mich nur recht herzlich bedanken bei diesem freundlichen Norweger. Videos für YouTube. Er hat uns sehr geholfen mit der Übersetzerei. Wir sprechen ja kein Norwegisch. Und wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben auch ein ganz, ganz beschissenes Wetter. Es regnet und es ist windig. Und naja, wollen wir mal sehen, wie das Auto beschädigt wird, wenn sie das bergen. Wir gucken mal. Solange gehen wir zu meiner Schwester in den anderen Hümer und werden da jetzt mal einen Kaffee trinken. Thank you. Yes, okay. Ja, ist nicht okay, ist scheiße alles. Ja. Haben wir jetzt gedacht, hier kommt ein dicker Abschleppwagen. Nein, die sind mit so einem, was weiß ich, gekommen und kümmern sich. Und das Witzige ist, meine Lebenspartnerin spricht Russisch und einer von den beiden ist auch der russischen Sprache mächtig. Was sie jetzt genau machen wollen, wissen wir noch nicht, aber er fängt da erstmal mit meinem Spaten an zu schaufeln. Mal sehen, was die vorhaben. Ich bin auch der Meinung, dass das Auto noch weiter abgesackt ist. Aber wir gucken mal, was die machen. Also wenn die Kamera zittert, nicht vor Aufregung, sondern weil das arschkalt ist und es regnet nur. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ich habe mir noch extra Abschleppequipment gekauft, was ich noch mal auf der Reise vorstellen wollte, bin ich noch nicht zugekommen. Dazu gehört auch dieser Klappspaten, dieser Bundeswehr-Klappspaten. Und der hat jetzt auch gleich seinen ersten Einsatz.
hoffe nicht, dass das ein schlechtes Omen gewesen ist. Gucken wir mal. So, dreht um. Irgendwas, vielleicht wollen sie das Auto hier ein bisschen anheben. Wir gucken mal. Voller Zuversicht, obwohl wir schon gehört haben, dass das auch scheiße ist, dass sie das sich einfacher vorgestellt haben. Wir gucken mal. Toyota ist das übrigens. Das konnte ich ja eben von hinten nicht sehen. Gucken wir mal, was er macht. Oh, der wird mir meine Traversen beschädigen. Ja, der wird die vielleicht hochziehen. Die Winde hat er ja dran. Gucken wir mal, was er da hat. Ja, eine Winde ist da. Gucken wir mal, was er macht. Liebe Leute, ich kann mich immer noch nur wundern, wie mir das passieren konnte. Nun bin ich ja schon auch ein bisschen älter. Ich fahre viele zigtausend Kilometer und mir ist noch nie was passiert. Und dann eigentlich mehr oder weniger eine Lappalie. Weil du hast vorne geguckt. Vorne hast du alles frei, ziehst rechts rum und siehst das Loch nicht. Ich habe das Loch einfach auf der rechten Seite nicht gesehen. Ich habe nicht aufgepasst. So, wollen wir mal gucken. Ich mache mal die Kamera einen Augenblick aus jetzt. Ne? Ich kann das gar nicht mehr halten. Mir ist so kalt mittlerweile. Kein Wunder, guck mal, hier liegt auch Schnee. 8,5 Grad. 8,5 Grad haben wir hier. So, er schaufelt da eine Traverse. Vier Traverse, ne? Schaufelt auf drei, da sind Löcher drin, vielleicht will er da irgendwie ziehen. Wir gucken mal. Wenn man hier unten hat er Stützen, die er jetzt rausgefahren hat. Er hat mich extra gefragt, wie schwer wohl das Teil ist hier auf der rechten Seite. 1500 Kilo habe ich geschätzt. Ob das hinkommt, weiß ich natürlich nicht. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Ich konnte auch nicht mehr ins Wohnmobil gehen und mir eine dicke Jacke da rausholen. Ich habe jetzt von meinem Schwager eine Regenjacke an. Und sonst hätte ich Angst gehabt, dass das Auto umkippt. Wenn meine 100 Kilo dann auch reinkommen. Hauer, hauer, hauer. Axel, kannst du mal weiter filmen? Ich übergebe mal die Kamera dem Axel, weil mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Axel muss weiter filmen. Ich guck so zu. Schön drauf, Axel. Ja. Mein Schwager hat mir eine zweite Jacke geholt, damit ich nicht so frieren tue. Also ich habe, wenn ich jetzt da hochziehe, um das Fahrrad mal wegzukriegen, ich habe da hinten habe ich die Brücke gefunden, die wir brauchen. Da liegt ein Betonknoten. Ja? Ja. Der ist ungefähr 1,50, 1,60 lang. Das würde reichen, um das überwechseln, wenn das Fahrrad mal wegkriegt. Okay. Gucken wir mal, sagen wir den gleich. Ich weiß nicht, ohne weiteres bewegt, aber wenn er ihn da hochgezogen hat, kriegen wir ihn damit wieder. Kann er ihn hier
jetzt zieht, der kommt ja dann langsam irgendwann auf die Böschung, weil das Hinterrad hängt ja auch frei. Genau. Also umfallen kann er nicht mehr, glaube ich dann, oder? Aber sicher bin ich. Sicher bin ich mir nicht. Kamera läuft. Ja, Kamera läuft. Links. Links. Hoffentlich ist jetzt nicht weiter hinten hier rüber. Ja. Weiß ich nicht, was das hier alles anzahlt. Ja, das weiß ich auch nicht. Er zieht an. Wenn man so steht, dann fängt man an zu zittern. Ja, du fragst kein Gezerr. Also das ist wirklich ganz kalt. Ja, kannst du schon einiges mitziehen mit dem Seil. Ja, aber bis das reißt, das dauert. Doch wenn die damit ja nicht unterwegs. Freuen sich auch schon. Jetzt wird's spannend, Axel. Oh oh. Verse verabschiedet sich gerade.
etwas untergelegt, ja, also dass es ein bisschen höher bleibt. Aber weißt du, das hat er scheiße gemacht. So, ja. Weil er zu dicht dran war, ne? Das hätte er nicht machen müssen, ich meine, das Ding. Und wenn sie jetzt von da schieben wollen, ne? Ja. Das klappt auch nicht. Nee, er will ihn jetzt so, dass er ihn beim Hochheben so rüberzieht. Ja, aber das, also das haben sie schlecht gemacht, bin ich der Meinung. Vor allen Dingen dieses Teil da, das kriegen sie nicht weg. Also neue Scheibe schon mal 500. So, Traverse da unten. Was wir immer gesprochen haben, was ist eigentlich, wenn wir uns mal rausziehen müssen, weil wir hinten keine vernünftigen Befestigungspunkte haben. Die reißt ja so weg, da, das geht nicht. Er muss ihn auf den Asphalt kriegen. Alles gut. Na, alles gut. Er muss ihn dann erstmal wieder abstützen. Dann setzt er wieder um. So, jetzt stützt er ihn wieder ab.
mittlerweile geht die Kamera wohl auch schon kaputt hier. Die wissen im Moment wohl auch nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Jetzt ist dieses Fahrzeug noch gekommen. Warum, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Falk, das ist ein reiner Transporter hier, aber kein Bergefahrzeug in dem Sinne. Keine Ahnung. Wir können uns mit dem auch nicht unterhalten. Und hier geht es jetzt weiter. Der hat auch noch nicht mit uns gesprochen hier. Keine Ahnung. Ziehen das Auto Stück für Stück. Er lässt ihn jetzt wieder ab. Axel versucht, die Balken unter das Hinterrad zu stopfen, damit das denn da ein bisschen mehr Halt hat. Oh. Oh, ist mir kalt. Ich weiß nicht, wie lange meine Kamera noch durchhält. Die ist pitsche nass. Nein. Dass die Kamera das noch durchhält, ne? Die ist pitsche nass, die ist auch nicht wasserdicht. Die Bergung nimmt kein Ende hier. Irgendwie geht das nicht richtig voran. Vor allen Dingen hat er da vorne ja auch schon nicht mehr viel Weg, wo er ziehen kann. Sonst ist das Vorderrad im Graben. Oh oh. Mit Fahren, ja, beides zusammen. So, ich denke mal, vielleicht kann man das Auto jetzt rückwärts rausfahren. Der ist ja sowieso die Traverse kaputt. Er will das, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt hier rein. Wir haben gerade die Diskussion gehabt. Ich habe mir ja auch Abschleppseile und Bergungsgurte gekauft. Aber wir haben dann, als ich mit Axel diskutiert habe, wir haben hinten gar nichts zum Abschleppen. Vorne haben wir ja so eine Abschleppöse drin, aber hier haben wir keine Abschleppöse. So, er wird jetzt hier ziehen. Oha, das könnte klappen. So, wo fahren wir jetzt? Ohne Totalschaden. Wo fahren wir jetzt hin? Mama mia. Liebe Leute, liebe Leute. So, nochmal das Loch hier. Oh, es ist nur die erste Scheibe, die kaputt gegangen ist. Ja, ja.
dass die Feuchtigkeit reinkommt. Das ist aber nicht die Traverse vom Träger, sondern vom Auto, ne? Tja, eigentlich wollten wir hier nur eine Kaffeepause machen. Und dann bin ich ja hier in den Graben gefahren. So, und das ist die Ecke, wo ich hier reingerutscht bin. Nur um jemand anders vorbeizulassen. Also passt auf, wenn ihr hier die Straße kommt und hier reinbiegen wollt. Sie ist groß genug, ihr werdet da nicht reinfahren. Da fahren nur Dussels rein. So einer wie ich zum Beispiel. Der ganz einfach, schlicht und ergreifend sich verschätzt hat, nur um ein anderes Auto durchzulassen. Guck mal, da habe ich mit meinem rechten Hinterrad gestanden. Es ist unglaublich. Ein ganz kleines Stückchen weiter und dann wäre ich wirklich nicht mehr zu retten gewesen. Dann wäre der in das kleine Bächlein gefallen und umgekippt. Und das Vorderrad stand hier, huch, nee, da, wo die Einbuchtung ist. Hier sieht man das ja noch mal ganz deutlich. Und ja, wie man das Auto da rauskriegen soll, praktisch im Mittelboden habe ich den Floß. Hier steht das Hinterrad und hier vorne das Vorderrad. Eine Katastrophe. Also das kann nur Idioten passieren. Also mir. Euch wird sowas nicht passieren. So, noch einmal ein Blick. Ich hatte mich ja schon verabschiedet. Ich tue das denn jetzt noch mal für diesen tollen Stellplatz hier. Übernachtungsplatz. Bis dann.